In Wettkämpfen und bei Olympischen Spielen ist diese Sportflinte seit Jahren bewährt. Das größte Lob, was wir von einem Sportschützen bekommen haben, ist, dass er über 1 Million Schuss mit seiner K80 gemacht hat und die natürlich weiter im Einsatz ist und funktioniert. So eine Sportwaffe wird fast ausschließlich in Handarbeit hergestellt. Von einem Büchsenmacher. Seine präzise Maßarbeit ist entscheidend. Wir blicken über die Schultern der Meister ihres Fachs. Fast ein Jahr hat Sportschütze Peter Brass auf diesen Moment gewartet. Seine speziell angefertigte Wettkampfflinte ist schussbereit. Die Waffe wurde für ihn maßgefertigt. Sehr schönes Gefühl. Man hat auf sein Sportgerät lange gewartet und hat sich es nach seinen eigenen individuellen Anforderungen bauen lassen. Wenn man den Sport eben konsequent und intensiv betreiben möchte, dann braucht man auch ein Sportgerät, das auf einen persönlich zugeschnitten wird. Bereits vor 30 Jahren feuert Peter Brass den ersten Schuss aus so einer Sportwaffe ab. Der 45-Jährige gewann schon mehrere Landesmeistertitel und war deutscher Meister im Wurfscheibenschießen. Flintenliebhaber wie er zahlen teilweise 100.000 Euro und mehr für solch ein Unikat. Mehr als 1.200 Stück dieser ausschließlich für sportliche Wettkämpfe ausgelegten Flinte werden jedes Jahr produziert. 1,5 Millionen Sportschützen besitzen in Deutschland legal eine Schusswaffe. Ralf Müller ist Büchsenmachermeister und kennt jeden Schritt der einzelnen Fertigung. Sie beginnt mit diesem fast 3 Kilogramm schweren geschmiedeten Rohling aus Stahl. Wir sehen hier den Rohling, der jetzt gleich durch unsere modernen Fräsmaschinen weiter bearbeitet wird. Alle weiteren entscheidenden Phasen in der Herstellung der K80 werden dann allerdings durch unsere Büchsenmacher durchgeführt. Eine computergesteuerte Maschine ermöglicht eine auf den Hundertstel Millimeter genaue Bearbeitung. Über 2 Kilogramm seiner Masse verliert der Rohling. Fertig gefräst verbindet das sogenannte Verschlussstück sämtliche Flintenteile miteinander. Auch die weitere Fertigung der Sportflinte geschieht, nach genauen konstruktionstechnischen Vorgaben, durch die Hand des Büchsenmachers. Im nächsten Schritt wird das sogenannte Laufbündel hergestellt. Es handelt sich hierbei um je 2 Metallrohre. Der Sportschütze legt die Länge basierend auf der Sportdisziplin selbst fest. Das Laufbündel hat kurze Rohre, wenn der Schütze sich viel bewegen muss. Das ist etwa bei der olympischen Sportdisziplin Skeet der Fall. Hier werden je von links und rechts Wurfscheiben abgefeuert, auf welche der Schütze schnell schießen muss. Bei der olympischen Sportdisziplin Trap schießen die Wurfscheiben aus dem Boden hervor. Peter Brass gelingen jetzt gezielte Treffer aus dem Stand, da er zum Anvisieren eine Schiene auf dem Lauf hat. Der Büchsenmacher verlötet jeweils auf beide Metallrohre eine solche Schiene. Mit einem speziellen Bindemittel fixiert er Silberplättchen und umspannt die Schiene mit Draht. Eine Maschine könnte kein 100% sauberes Lötergebnis schaffen. Nur das Auge des Büchsenmachers erkennt den richtigen Moment. Hier herrschen jetzt Temperaturen von über 700 Grad Celsius. Und nur er sieht, wann die Flintenteile hart verlötet sind. Sind die Läufe auch gerade geblieben? Denn Stahl verbiegt sich bei diesen Temperaturen schnell. An dem dunklen Flächenverlauf im Rohr erkennt der Büchsenmacher, ob er Unebenheiten nachjustieren muss. Auf der Schießanlage zeigt sich, ein Treffer gelingt nur mit einem perfekt geraden Lauf. Die Schrotpatrone wird so mit Spitzengeschwindigkeiten von 400 Metern pro Sekunde abgefeuert. Bei der Schrotpatrone verwende ich viele Schrotkugeln, weil ich hier
auf ein bewegtes Ziel schieße. Nach dem Schuss streuen diese kleinen Schrotkugeln aus der Patrone regelrecht auseinander. Im Wettkampf können so kleine, schnelle Ziele getroffen werden. Verschlussstück und Laufbündel sind damit für den nächsten Produktionsschritt vorbereitet. Hier werden die Flintenteile luftdicht zusammengesetzt. Mit einer blauen Farbe überprüft dies der Büchsenmacher. Die Innenseite des Verschlussstücks wird dünn bestrichen und anschließend kräftig geschlossen. Hier passt alles perfekt zusammen. Ein gleichmäßiger Farbabdruck ist entstanden. Das wichtigste Element, der Schaft, das ist der Holzgriff der Sportwaffe. Das Holz wird aus 150 Jahre alten Wurzelballen des Nussbaums geschnitten und trocknet mindestens 4 Jahre aus. Ja, der Büchsenmacher übernimmt hier die ganz wichtige Qualitätskontrolle schon für den Kunden. Er erkennt, ob der Schaft gerade läuft, das heißt einen geraden Maserungsverlauf hat, um nachher sicherzustellen, wenn er den Schaft hergestellt hat, dass der Schaft auch die Kräfte, die beim Schuss entstehen, aufnehmen kann. Auch hier sind Erfahrung und Augenmaß gefragt. Aus dem Holzblock wird jetzt der Schaft herausgearbeitet. Bis jedoch die endgültige Form erreicht ist, heißt es für den Handwerker feilen, stechen und immer wieder schleifen. Der Schaft muss immer auf die Körperform des jeweiligen Schützen angepasst werden, um optimal an der Schulter anzuliegen. An der Waffe ist wahrscheinlich mit das wesentlichste Teil überhaupt, weil es für den Schützen darauf ankommt, das Ziel so schnell und so sicher wie möglich ins Visier zu bekommen. Die abgefeuerte Schrotpatrone trifft die Wurfscheibe in 30 bis 40 Meter Entfernung. Fliegen könnten die Kugeln aber bis zu 250 Meter weit. Damit die Schusshand nicht abrutscht, schneidet der Büchsenmacher noch die sogenannte Fischhaut in den Schaft. Die Struktur ähnelt den Schuppen eines Fisches. Als letzter Schritt wird im Anschluss der Schaft geölt. Ölen deshalb, um den Schaft zu konservieren und Verwitterungseinflüssen unempfindlich zu machen. Außerdem kommen die warme Farbe und die feine Maserung des Nussbaumholzes damit besonders zur Geltung. Der Büchsenmacher entscheidet, wie oft er das pflanzliche Öl aufträgt. Denn er sieht, wann der Schaft genug Öl aufgesaugt hat. Eine Schicht kann er pro Tag auftragen. Fugenlos können Vorder- und Hinterteil des Schaftes dann an Laufbündel und Verschlussstück montiert werden. Zuvor beweist die Graveurin Feingefühl. Das Verschlussstück erhält jetzt edle Muster und Reliefs. Heute kommen rund 7 Gramm 24-karätiges Gold im Wert von knapp 400 Euro auf das Verschlussstück. Der Schütze legt fest, was graviert wird. Der Graveur braucht natürlich zeichnerisches, künstlerisches Talent, um die Wünsche des Kunden aufzunehmen, zuerst mal auf Papier zu skizzieren, zu zeichnen und dann anschließend natürlich aufs Werkstück, aufs Metall zu übertragen und dann die Gravur entsprechend zu arbeiten. Für dieses Bild braucht die Graveurin 4 Tage. An Sonderwünschen ist sie teils über ein Jahr beschäftigt. 80.000 Euro kostet solch eine spezielle Anfertigung. Ein Grund, warum der Preis am Ende die 100.000-Euro-Marke überschreiten kann. Die scharfen Kanten der Flintenteile müssen sauber geschliffen werden. Bei der Endmontage dürfen keine Lücken entstehen. Danach heißt es, alles auf Hochglanz polieren. Der Grund? Das Laufbündel der Sportflinte muss fettfrei und von allen Rückständen gereinigt sein, bevor es in ein Laugenbad gelegt wird.
Die Läufe wurden jetzt hier tauchpöniert. Tauchpönieren ist ein künstliches Rosten. Das heißt, die metallisch reinen Läufe werden von silberfarbenen Zustand in den schwarzen Zustand gebracht. Der Vorteil hier ist, dass er beim Schießen nachher nicht mehr reflektiert. Innerhalb von 20 Minuten überzieht eine schwarze Schicht die Oberfläche. Getrocknet kann die Endmontage aller Bauteile beginnen. Der Büchsenmacher passt allein für den Schlossmechanismus der Sportflinte 110 Einzelteile zusammen. Hieraus werden die Schrotpatronen in das Laufbündel abgefeuert. Jedes Teil muss sitzen, um dem Schützen ein sicheres Schießen zu gewährleisten. Doch schießen darf bei weitem nicht jeder. In Deutschland gilt ein scharfes Waffenrecht. Wer eine Waffe hält, muss strenge Auflagen erfüllen. Das wäre zum einen die Volljährigkeit. Dann muss ein polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt werden. Man muss aktiv in einem Schützenverein tätig sein. Man muss eine sichere Waffenaufbewahrung gewährleisten können und diese auch nachweisen. Man muss eine Waffensachkundeprüfung absolvieren. Und bei unter 25-Jährigen ist noch eine medizinisch-psychologische Untersuchung erforderlich. Knapp 3 Monate dauert es, bis das Standardmodell der Sportwaffe für 9.500 Euro fertig ist. An einer maßgeschneiderten Luxusvariante arbeiten die Büchsenmacher aus Deutschland teils über ein Jahr. Das größte Lob, was wir von einem Sportschützen bekommen haben, ist, dass er über 1 Million Schuss mit seiner K80 gemacht hat und die natürlich weiter im Einsatz ist und funktioniert. Ob für Weltmeisterschaften oder für die Olympischen Spiele. In jeder dieser Sportwaffen steckt jede Menge Handarbeit. Bei der olympischen Sportdisziplin Trap schießen die Wurfscheiben aus dem Boden hervor. Peter Brass gelingen jetzt gezielte Treffer aus dem Stand, da er zum Anvisieren eine Schiene auf dem Lauf hat. Der Büchsenmacher verlötet jeweils auf beide Metallrohre eine solche Schiene. Mit einem speziellen Bindemittel fixiert er Silberplättchen und umspannt die Schiene mit Draht. Eine Maschine könnte kein 100% sauberes Lötergebnis schaffen. Nur das Auge des Büchsenmachers erkennt den richtigen Moment. Hier herrschen jetzt Temperaturen von über 700 Grad Celsius. Und nur er sieht, wann die Flintenteile hart verlötet sind. Sind die Läufe auch gerade geblieben? Denn Stahl verbiegt sich bei diesen Temperaturen schnell. An dem dunklen Flächenverlauf im Rohr erkennt der Büchsenmacher, ob er Unebenheiten nachjustieren muss. Auf der Schießanlage zeigt sich, ein Treffer gelingt nur mit einem perfekt geraden Lauf. Die Schrotpatrone wird so mit Spitzengeschwindigkeiten von 400 Metern pro Sekunde abgefeuert. Bei der Schrotpatrone verwende ich viele Schrotkugeln, weil ich hier auf ein bewegtes Ziel schieße. Nach dem Schuss streuen diese kleinen Schrotkugeln aus der Patrone regelrecht auseinander. Im Wettkampf können so kleine, schnelle Ziele getroffen werden. Verschlussstück und Laufbündel sind damit für den nächsten Produktionsschritt vorbereitet. Hier werden die Flintenteile luftdicht zusammengesetzt. Mit einer blauen Farbe überprüft dies der Büchsenmacher. Die Innenseite des Verschlussstücks wird dünn bestrichen und anschließend kräftig geschlossen. Hier passt alles perfekt zusammen. Ein gleichmäßiger Farbabdruck ist entstanden. Das wichtigste Element, der Schaft, das ist der Holzgriff der Sportwaffe. Das Holz wird aus 150 Jahre alten Wurzelballen des Nussbaums geschnitten und trocknet mindestens 4 Jahre aus. Ja, der Büchsenmacher übernimmt hier die ganz wichtige Qualitätskontrolle schon für den Kunden. Er erkennt, ob der Schaft gerade läuft, das heißt einen geraden Maserungsverlauf hat, um nachher sicherzustellen, wenn er den Schaft hergestellt hat, dass der Schaft auch die Kräfte, die beim Schuss entstehen, aufnehmen kann.
Auch hier sind Erfahrung und Augenmaß gefragt. Sind die Läufe auch gerade geblieben? Denn Stahl verbiegt sich bei diesen Temperaturen schnell. An dem dunklen Flächenverlauf im Rohr erkennt der Büchsenmacher, ob er Unebenheiten nachjustieren muss. Auf der Schießanlage zeigt sich, ein Treffer gelingt nur mit einem perfekt geraden Lauf. Die Schrotpatrone wird so mit Spitzengeschwindigkeiten von 400 Metern pro Sekunde abgefeuert. Bei der Schrotpatrone verwende ich viele Schrotkugeln, weil ich hier auf ein bewegtes Ziel schieße. Nach dem Schuss streuen diese kleinen Schrotkugeln aus der Patrone regelrecht auseinander. Im Wettkampf können so kleine, schnelle Ziele getroffen werden. Verschlussstück und Laufbündel sind damit für den nächsten Produktionsschritt vorbereitet. Hier werden die Flintenteile luftdicht zusammengesetzt. Mit einer blauen Farbe überprüft dies der Büchsenmacher. Die Innenseite des Verschlussstücks wird dünn bestrichen und anschließend kräftig geschlossen. Hier passt alles perfekt zusammen. Ein gleichmäßiger Farbabdruck ist entstanden. Das wichtigste Element, der Schaft, das ist der Holzgriff der Sportwaffe. Das Holz wird aus 150 Jahre alten Wurzelballen des Nussbaums geschnitten und trocknet mindestens 4 Jahre aus. Ja, der Büchsenmacher übernimmt hier die ganz wichtige Qualitätskontrolle schon für den Kunden. Er erkennt, ob der Schaft gerade läuft, das heißt einen geraden Maserungsverlauf hat, um nachher sicherzustellen, wenn er den Schaft hergestellt hat, dass der Schaft auch die Kräfte, die beim Schuss entstehen, aufnehmen kann. Auch hier sind Erfahrung und Augenmaß gefragt. Aus dem Holzblock wird jetzt der Schaft herausgearbeitet. Bis jedoch die endgültige Form erreicht ist, heißt es für den Handwerker feilen, stechen und immer wieder schleifen. Der Schaft muss immer auf die Körperform des jeweiligen Schützen angepasst werden, um optimal an der Schulter anzuliegen. Schaft an der Waffe ist wahrscheinlich mit das wesentlichste Teil überhaupt, weil es für den Schützen darauf ankommt, das Ziel so schnell und so sicher wie möglich ins Visier zu bekommen. Das Laufbündel hat kurze Rohre, wenn der Schütze sich viel bewegen muss. Das ist etwa bei der olympischen Sportdisziplin Skeet der Fall. Hier werden je von links und rechts Wurfscheiben abgefeuert, auf welche der Schütze schnell schießen muss. Bei der olympischen Sportdisziplin Trap schießen die Wurfscheiben aus dem Boden hervor. Peter Brass gelingen jetzt gezielte Treffer aus dem Stand, da er zum Anvisieren eine Schiene auf dem Lauf hat. Der Büchsenmacher verlötet jeweils auf beide Metallrohre eine solche Schiene. Mit einem speziellen Bindemittel fixiert er Silberplättchen und umspannt die Schiene mit Draht. Eine Maschine könnte kein 100% sauberes Lötergebnis schaffen. Nur das Auge des Büchsenmachers erkennt den richtigen Moment. Hier herrschen jetzt Temperaturen von über 700 Grad Celsius. Und nur er sieht, wann die Flintenteile hart verlötet sind. Sind die Läufe auch gerade geblieben? Denn Stahl verbiegt sich bei diesen Temperaturen schnell. An dem dunklen Flächenverlauf im Rohr erkennt der Büchsenmacher, ob er Unebenheiten nachjustieren muss. Auf der Schießanlage zeigt sich, ein Treffer gelingt nur mit einem perfekt geraden Lauf. Die Schrotpatrone wird so mit Spitzengeschwindigkeiten von 400 Metern pro Sekunde abgefeuert. Bei der Schrotpatrone verwende ich viele Schrotkugeln, weil ich hier auf ein bewegtes Ziel schieße.
Nach dem Schuss streuen diese kleinen Schrotkugeln aus der Patrone regelrecht auseinander. Im Wettkampf können so kleine, schnelle Ziele getroffen werden. Verschlussstück und Laufbündel sind damit für den nächsten Produktionsschritt vorbereitet. Hier werden die Flintenteile luftdicht zusammengesetzt. Mit einer blauen Farbe überprüft dies der Büchsenmacher. Die Innenseite des Verschlussstücks wird dünn bestrichen und anschließend kräftig geschlossen. Hier passt alles perfekt zusammen. Ein gleichmäßiger Farbabdruck ist entstanden. Das wichtigste Element, der Schaft. Das ist der Holzgriff der Sportwaffe. Das Holz wird aus 150 Jahre alten Wurzelballen des Nussbaums geschnitten und trocknet mindestens 4 Jahre aus. Ja, der Büchsenmacher übernimmt hier die ganz wichtige Qualitätskontrolle schon für den Kunden. Er erkennt, ob